Will er nicht mehr? Na, offenbar verstehe ich mich mehr auf Menschen als auf Autos. Tag, mein Schatz. Oh, Entschuldigung. Daniel! Sag, soll ich dir meinen leihen? Na, lass mal, ist wahrscheinlich nur die Batterie. Ich ruf gleich meine Werkstatt an. Müde? Na, es geht, es war ruhig heute Nacht. Hast du gut geschlafen? Du hast mir so gefehlt. Morgen! Morgen! Morgen. Du bist hier nicht zur Arbeit? Ja. Doch! Tschüss, bis gleich! Sag mal, wir könnten noch heute Abend essen gehen, hm? Das wird nicht gehen, nur mein Terminkalender ist so voll. Also Gerhard sieht dich wirklich öfter als ich. Ja. Tschüss. 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 Mhm. Ja, diese eine Woche macht doch nichts aus. Ach. Ja. Ach, übrigens, ist der Verkauf der Ludwigstraße 4 jetzt unter Dach und Fach? Mhm. Oh, schön. Ja, gut. Ja, gut, bis bald. Tschüss, wiederhören. Ja, hoffe ich. Ups, sehen Sie, so ist das. Kaum bin ich eine Woche fort, schon Rente zur Konkurrenz. Sie sind Maklerin? Ja. Suchen Sie eine Wohnung? Nein, danke. Wir wollen bei Ihnen noch eine Sonografie machen. Oh, was ist denn das schon wieder? Also ich kann Ihnen sagen, einen Schlauch schlucke ich nicht mehr. Es ist kein Schlauch. Es ist eine Art Mikrofon, das Schallwellen aussendet, die von den Organen zurückgeworfen werden. Davon machen wir Aufnahmen. Man kann es mit dem Sonar eines Schiffes vergleichen. Da bin ich also das Schlachtschiff. Hm? Naja. Übrigens war ich diese Nacht wieder völlig durchnässt. Haben denn die anderen Untersuchungen nichts ergeben? Wir wissen ziemlich genau, was Ihnen nicht fehlt. Eine gründliche Untersuchung braucht Zeit. Deswegen behalten wir Sie auch noch eine Weile hier. Tja, Zeit ist Geld. Also es tut mir leid, aber ich kann unmöglich zulassen, dass mir dieser Vertrag hier durch die Lappen geht. Sagen Sie mal, sind Sie vielleicht gegen irgendetwas allergisch? Ja, gegen meinen Ex. Aber der ist nicht mehr da. Das kann also nicht die Ursache sein. Tut mir leid, das war ein Scherz. Das sind die Nerven, wahrscheinlich. Ich will mich erst noch mal mit einem Kollegen beraten, Herrn Dr. Schmidt. Mhm. War es denn noch so ein teurer Arzt? Naja, zwei wissen mehr als einer. Ihr sucht wohl so lange, bis ihr was gefunden habt, hm? Das ist unser Beruf. Was denn, sich für jeden eine Krankheit auszudenken? Man weiß ja nicht. Oh Gott. Ja, das verstehe ich. Aber ich kann hier wirklich nicht früher weg. Kann sie dann nicht mit einer anderen Mutter? Hä? Okay, ja, ich werde es versuchen. Tschüss. Verdammt nochmal! Probleme zu Hause? Die Kleine hat Schwimmunterricht. Ob ich sie nicht hinbringen könnte? Als ob ich hier nicht alle Hände voll zu tun hätte! Sie bürden sich zu viel auf. Sie müssen lernen, häufiger Nein zu sagen, Günther. Sie haben Frau und Kinder. Die wollen Sie auch mal sehen. Für wen mache ich denn das hier? Ja, so habe ich auch mal gedacht. Ich wohnte fast in der Klinik, lief immer im weißen Kittel herum. Ein Leben außerhalb des Krankenhauses gab es nicht für mich, bis ich dann eines Tages nach Hause kam und in der Post eine Karte aus St. Moritz fand, von meiner Frau. Durchgebrannt. Mit meinem besten Freund. Fröhliche Weihnachten stand drauf. Wenn Sie so weitermachen, steht Ihnen das auch bevor. Geht es ihm etwas besser? Ist Christian bei Leni? Ist mit Schwester Uschi im Tagesraum. Soll ich ihn nachher mitnehmen? Nein, ich nehme ihn heute Nachmittag mit nach Hause, aber kann er heute Nacht bei dir schlafen? Ja, aber ich dachte, Leni würde auf ihn aufpassen. Die soll die Finger von meinem Kind lassen. Warum? Er hat
doch schon oft auf ihn aufgepasst. Dieses hinterhältige Miststück. Andrea, das ist deine Schwester. Schwester? Sie war mit Dieter im Bett, Mama. Red keinen Unsinn. Ich habe es schwarz auf weiß, in einem Brief von ihr. Und wie lange geht das schon? Das fragst du sie besser selbst. Was machst du denn hier? Ich habe von deiner Sekretärin erfahren, dass du hier liegst. Ja, warum hast du mir nichts davon erzählt? Robert, wir sind doch geschieden. Deshalb darf ich mir doch noch Sorgen machen. Ja, aber geschieden ist geschieden. Was fehlt dir? Nichts. Und das soll ich dir glauben? Mein Hausarzt wollte, dass ich mich untersuchen lasse. Aber das hätte ich ja wissen müssen. Wenn mein Herz erstmal in die Hände fällt, ist man sowieso verloren. Diese ganzen Untersuchungen, Röntgenaufnahmen, Ultraschall. Ach, ich komme mir vor wie so ein Spielzeug, von dem die nicht lassen können. Aber das machen die doch nicht ohne Grund. Ach Gott, ich schwitze ein bisschen viel. Deswegen nehme ich ab. Also, außerdem juckt es mich überall. Oh, das ist wahrscheinlich die Psyche. Unsere Scheidung. Nein. Meine Arbeit. Weißt du doch. Hat man schon was gefunden? Nein, noch nicht. Sag mal, warum hast du mir eigentlich keine Blumen mitgebracht? Ja. Die Geschäfte waren zu. Alle? Nein. Warum? Och, mir ist so nach was Süßem. Das nächste Mal bringe ich dir Schokolade mit. Okay? Wie geht es, Dieter? Noch keine Besserung. Ist Andrea bei ihm? Ja. Oh. Leni, hattest du ein Verhältnis mit Dieter? Wieso? Wie konntest du Andrea das antun? Dass du es wagst, dich hier auch noch blicken zu lassen. Ich will ihn sehen, Mutter. Dieter ist Andreas Mann. Sie ist mit ihm verheiratet, ja. Und jetzt spielt sie die betrübte Ehefrau. Was doch alles nur Theater. Ihre Ehe ist eine Lüge. Die steht doch nur auf dem Papier. Darum ist Dieter zu mir gekommen. Das ist doch noch lange kein Grund, ihn ihr wegzunehmen. Schämst du dich denn gar nicht? Ich liebe ihn. Station 1B, Schwester Marion. Oh, das kann ich nicht sagen. Ja, ich will mal hören, ob Dr. Schmidt da ist. Herr Dreikurs. Oh nein, bitte nicht. Herr Dreikurs, Herr Dr. Schmidt ist im Moment nicht erreichbar. Ja, gut, ich werde es ihm ausrichten. Ja, das mache ich. Wiederhören, Herr Dreikurs. Danke. Ich habe keine Lust, mich mit ihm zu unterhalten. Er beklagt sich unaufhörlich bei mir. Außerdem warte ich auf Löwitz. Sie brauchen sich bei mir nicht zu entschuldigen. Ach, wo Sie gerade hier sind, ich muss die Akten zu Professor Himmel bringen. Bleiben Sie einen Moment, bis ich zurück bin? Natürlich. Schwester Marion, ich hörte, dass es ihm ernst ist mit der Scheidung. Ja, ich bewundere ihn. Dass er den Mut hat, noch mal von vorn anzufangen.
Schon, ja. Nach 30 Jahren Ehe. Ich hoffe, er weiß, was er tut. Offensichtlich bekommt es ihm gut. Hoffentlich verspricht er sich nicht zu viel davon. Besser zu hohe Erwartungen als gar keine. Hallo. Passen Sie auf, Herr Kleff, dass Sie sich nicht wieder verirren. Unmöglich. Der Weg wurde mir offenbart. Bleiben Sie trotzdem in der Nähe. Darf er überhaupt raus? Ach, er tut gerne Fliegebus zu Leide. Aber er ist ein Träumer. Gestern wäre er mir beinahe mit dem Linienbus davon gefahren. Er wollte mit einigen Patienten bis ans Ende der Welt. Ganz schön weit. Und habt ihr noch mehr Patienten beachtet? Guten Morgen. Nee, das ist hier gleich zwei. Na? Bin ich so außergewöhnlich oder ist das hier immer so? Außergewöhnlich, sind Sie sicher? Oh ja, für den Umsatz der Klinik sowieso. Haben Sie inzwischen was rausgefunden? Das ist der Kollege, von dem ich Ihnen erzählt habe, Herr Dr. Schmidt. Frau Fischer. Tag. Guten Tag. Blutdruck 135, 85, Puls 68, Herzlunge ohne Befund. Mhm. Leber wahrscheinlich etwas vergrößert, aber keine Gelbsucht. Peritonale Reize? Keine. Sie sind offenbar nicht sehr krank. Ach was, ich bin hier auf Urlaub. Haben Sie sich einer Schlankheitskur unterzogen? Oh mein Gott, nein. Allein der Gedanke ist mir unerträglich. Dazu esse ich viel zu gern. Trotzdem 7 Kilo Gewichtsverlust. In kurzer Zeit. Das ist nicht wenig. Sind Sie sehr angespannt? Nö. Sie haben eine Scheidung hinter sich. Ziemlich aufreibenden Job. Ach, Sie wollen doch wohl nicht sagen, dass es der Stress ist, oder? Eine alleinstehende Dame, die an der Managerkrankheit leidet. Also, das soll mal schön in Männerkrankheit bleiben. So emanzipiert bin ich nun auch wieder nicht. Keine Ulzerationen, leicht entzündete Magenschleimhaut, sonst keine Auffälligkeiten. Wir machen am besten ERSP, Röntgenthorax und nochmal die Leber zur Kontrolle. Einverstanden? Was denn noch mehr Untersuchungen? Also, ich komme mir vor wie so ein Versuchskaninchen. Sagen Sie, hätten Sie inzwischen nicht irgendwas gegen dieses Jucken? Das macht mich wahnsinnig. Das ist sehr beunruhigend, auch der LDH-Anstieg. Ja, vor 2 Wochen noch 300 und jetzt 410. Ja, vielleicht übersetzen Sie mir das mal. LDH ist ein Körperenzym, das in fast allen Zellen vorkommt. Ja, der Anstieg. Worauf deutet das denn hin? Es kann auf einen erhöhten Abbau von Zellen hindeuten. Deshalb habe ich Herrn Dr. Schmidt hinzugezogen. Sein Spezialgebiet ist die Onkologie. Onkologie? Das hat doch was mit Krebs zu tun. Ja, was denn? Sie meinen doch wohl nicht, dass ich... Nein, nein. Leid, wirklich. Ich habe Schluss gemacht mit Dieter gleich, als ich erfahren habe, dass du schwanger bist. Und wenn ich nicht schwanger geworden wäre, hättest du also einfach so weitergemacht, ja? Sag mal, was willst du eigentlich noch hier? Ich will Dieter sehen. Hau ab! Andrea, Dieter hat mich auch geliebt. Er ist mit dir ins Bett gegangen, das ist was anderes. Wenn er angeblich so glücklich mit dir gewesen ist, warum ist er dann zu mir gekommen? Sag mal, spinnst du? Immer versucht, jeden ins Bett zu kriegen. Bei meinen besten Freunden hast du es sogar versucht.
Das war überhaupt nicht wahr. Jawohl. Dieter hat mich wirklich geliebt. Und er ist zu mir gekommen. Ja, wenn er das nicht getan hätte, dann läge er jetzt nicht hier im Koma. Ich wollte Schluss mit ihm machen, darum habe ich ihm den Brief geschrieben. Du hättest nie damit anfangen sollen. Er hat mir gesagt, dass er euch nicht mehr liebt und dass ihr euch scheiden lassen wollt. Du lügst doch. Wir wollten noch mal von vorne anfangen und er hat sich ein zweites Kind von mir gewünscht. Andrea, mach dir doch nichts vor. Grüß Gott, Bruder. Ah, wohin führt deine Reise? Ins Licht oder ins Dunkel? In die Küche. Dank sei dem Herrn. Voller Vertrauen wandert dein Hirte durch diese himmlischen Hallen, die nicht seiner Hände Werk sind. Ja. Denn wie heißt es in den Zyprioten 7, Vers 5? Wer nicht wandert wie die Schafe, wird bewohnen das Königreich. Genau. Ja? Reikos? Ja, ah. Schmidt, ja? Malignität und vielleicht Adenokarzinom. Ja, bringen Sie doch den Mund zurück. Lymphom? Vor allem Letzteres muss in Betracht gezogen werden. Ja? Vielen Dank. Danke. Frau Fischer? Ja. Sieht ja nicht gut aus. Kommen Sie ein Stück mit? Ja. Ich halte nochmaliges Punktieren für nicht sinnvoll. Na, die Lage des Drüsenpakets eignet sich überhaupt nicht dazu. Gut, dann werde ich eine Laparotomie veranlassen. Also langsam habe ich wirklich genug. Tja, all diese Untersuchungen sind doch wirklich kein Vergnügen. Wenn ich nur wüsste, wozu das alles gut ist. Aber dieses ewige Warten auf Befunde. Es ist nicht nur eine Grippe, Frau Fischer. Tja, das wäre ja auch wohl noch schöner, oder? Frau Fischer, wir haben Ihre Diagnose. Sie sind erkältet. Seien Sie nicht so zynisch. Ja, aber ich warte schon so lange. Was wissen Sie denn konkret? Wir haben nicht mehr als eine Vermutung. Oh mein Gott, dann sagen Sie doch, was Sie vermuten. Was fehlt mir? Wir glauben, dass Ihre Lymphdrüsen erkrankt sind. Ist das bösartig? Das kann sein. Krebs? Wir vermuten die Hodgkinsche Krankheit. Ja und, gibt's was dagegen? Frau Fischer, das ist nur eine Vermutung. Deshalb müssen wir so schnell wie möglich Ihre vergrößerten Lymphdrüsen operativ untersuchen. Erst dann können wir exakt eine Diagnose stellen. Aha. Es ist absolut notwendig, diesen Eingriff so schnell wie möglich vorzunehmen. Dann wissen wir mehr. Herr Kollege? Frau Fischer? Essen geht. Oh, warum nicht? Ich muss an die Arbeit. Hey, komm her. Doktor, ich muss an die Arbeit. Frau Doktor, ich möchte noch mit Ihnen reden. Reden? Reden? Wie ich sehe, sucht ihr Wärme und Zuneigung. Aber warum sucht ihr es im Fleische? Sagen Sie, können Sie nicht anklopfen? Ihr irrt, meine Kinder. Ihr lebt für das Fleisch, um den Beweis anzutreten, Mensch zu sein. Wissen Sie, uns ist nichts Menschliches fremd. Seht, ihr wollt wahrhaftige Menschen sein, aber seid ihr es wirklich? Ist es nicht nur ein Freibrief, der Schwäche des Fleisches nachzugeben? Ja, was ist daran so verkehrt?
Ihr irrt, mein Sohn. Ihr lasst euch von den Vergnügungen der Sinne leiten, während ihr doch nach dem Wort leben solltet. Aber das Wort kommt den Schwachen zu Hilfe. Es hat mich gesandt, dem Verfall der Sitten Einhalt zu gebieten. Ja, ich muss dem Verfall der Sitten Einhalt gebieten. Silke hat geschrieben. Sie ist ziemlich enttäuscht. Die medizinische Versorgung in Tansania ist eine Katastrophe. Ist doch reichlich naiv, derart unvorbereitet in so ein Land zu gehen. Mit den Arbeitsbedingungen wird sie klarkommen, aber mit Fritz scheint es nicht mehr zu klappen. Tut mir außerordentlich leid für Sie. Ich werde erst die Lymphdrüsen entfernen. Sie schreibt auch, dass sie wieder zurückkommen wird. Und je nach Befund, eventuell eine Splenektomie. Aber Gerhard, freust du dich gar nicht? Könnten wir dann jetzt bitte anfangen? Vielleicht haben ja nicht alle so viel Interesse an meinem Privatleben. Entschuldige. So. Danke. Darf ich Sie mal was fragen, Schwester Maria? Ja. Wissen Sie, wo die Chefarztvisite im Moment ist? Nein, keine Ahnung. Danke. Noch was. Ich habe mal darüber nachgedacht, was Sie neulich sagten über die Erwartungen. Oh, das müssen Sie nicht so persönlich nehmen. Ich verreise demnächst für eine Woche nach Frankreich. Mhm. Ich möchte einfach mal die Orte kennenlernen, an denen die großen französischen Maler gewirkt haben, wie Monet, Cézanne, Renoir. Interessant. Hätten Sie keine Lust, mich zu begleiten? Vor einiger Zeit hat man mir schon mal so ein Angebot gemacht. Sehe ich denn so müde aus? Sie sehen fantastisch aus. Es tut mir leid, ich hätte Sie nicht fragen dürfen. Oh, so habe ich es nicht gemeint. Es war lieb, dass Sie mich gefragt haben. Ich werde es mir überlegen, okay? Okay. Heute waren die Blumenläden geöffnet. Lieb von dir. Guten Tag, Frau Fischer. Ah, Sie sind der Ehemann, nehme ich an. Ja, noch schläfrig. Mhm. Unsere Vermutung wurde bestätigt. Hodgkin? Non-Hodgkin. Aber diesen Unterschied erkläre ich Ihnen später. Ich hoffe, dass uns noch genügend Zeit bleibt. Wird sie wieder gesund? Wir setzen alles daran. Wir werden zunächst bestrahlen und dann fangen wir mit einer kombinierten Therapie an. Ich komme gleich nochmal bei Ihnen vorbei, ja? Oh mein Gott, Robert, halt mich fest. Verdammt nochmal, wo bleibt Attenhofer? Puls 40. Blutdruck 220 zu 140. Reaktionslauf. PO2 zu niedrig. Atemdepression durch Hirnödem. Ich leite jetzt die Beatmung ein. Okay. Und Cortison? Langsam einführen? Ja. Soll ich Schwester Andrea verständigen? Dann
verschwand die böse Fee. Und jeder war erschrocken, weil die böse Fee gesagt hat, dass die kleine Prinzessin sterben würde. Aber dann trat eine der guten Feen hervor und sagte, ich kann die Verwünschung nicht ungeschehen machen, aber doch verändern. Die kleine Prinzessin wird nicht sterben, aber 1000 Jahre schlafen, bis ein Prinz sie wach geküsst hat. Andrea. Er muss beatmet werden. Die Medikation reicht nicht aus. Kann er denn nicht mehr selbst atmen? Nein. Meinst du, er hört mich? Ich glaube nicht, Andrea. Das weiß man nie. Glaubst du, er wird wieder zu Bewusstsein kommen, Arion? Sie wissen nicht, wie schwer die Hirnverletzung ist. Aber ich wollte ihn doch noch. Ich wollte ihn doch noch so viel fragen. Was er bei Leni gesucht hat. Was hat er denn bloß bei Leni gesucht? Denk jetzt nicht daran, Andrea. Vielleicht habe ich alles falsch gemacht. Chemotherapie und Bestrahlung? Warum denn beides zusammen? Damit erreichen wir am meisten. Und wie groß sind die Chancen, dass ich wieder gesund werde? Glauben Sie mir, Frau Fischer, Dr. Schmidt ist ein Experte auf diesem Gebiet. Es wird nicht leicht für Sie werden, aber wir helfen Ihnen dabei. Und wenn es praktische Probleme geben sollte, bin ich immer für Sie da. Also, Frau Fischer, wir sehen uns dann morgen wieder, ja? Ich habe wirklich Angst, Robert. Ich werde dir schon helfen. Ich bin bei dir so oft ich kann. Aber wir sind doch getrennt. Das spielt doch jetzt keine Rolle. Bin ich froh, dass ich keine Kinder wollte. Ich habe das irgendwie schon kommen sehen. So war es nicht, Luise. Du hast dich für deine Arbeit entschieden. Ach, was? Ich habe dich fallen lassen. Ja. Wir konnten uns nicht einig werden. Ich wollte Kinder und du nicht. Aber jetzt. Robert? Sag mal, warum bist du eigentlich so lieb zu mir? Du musst nicht jeden Tag kommen. Das bestimme ich schon selbst. Ja, aber... Das Wichtigste ist, dass du jetzt wieder gesund wirst. Luise. Ist beschwerlich und voller Dornen. Das Böse ist allgegenwärtig. Oh ja. Die
Die Schwester hinter Ihnen hat eine Laufmasche im Strumpf. Passen Sie auf, daran klettern die Männer hoch. Woran? An der Laufmasche. Denn da, wo sich der Schatz befindet, wird man ihn belagern. Wer ist denn das? Cleff. Angenehm. Pastor Thies ist erkrankt und ich, Sie verstehen. Was hat er denn? Ihm ist nicht wohl. Ich kenne Sie doch. Die da an den Herrn glauben, kennen einander. Jetzt weiß ich es wieder. Sie haben sich verirrt. Nicht ich, sondern der, den ihr nicht kennt, irrt durch diese Welt. Kommen Sie, ich bringe Sie zurück. Wie für die Flut, so ist doch für mich die Zeit gekommen, ins Meer zurückzugehen. Kommen Sie. Kind großziehen. Naja, schon anstrengend. Aber mein Mann und ich, wir machen alles gemeinsam. Dann geht's schon irgendwie. Ich könnte das nicht. Zwei Sachen auf einmal machen. Haben Sie mal an Kinder gedacht? Mhm. Können Sie keine bekommen? Doch. Aber ich wollte nicht. Robert wollte schon welche, aber es gibt was, wovon er nichts weiß. Etwas, das Ihnen im Magen liegt. Ja, ich habe noch nie mit ihm darüber gesprochen. Worüber? Keine Pupillenreflexe? Reflexe. Nichts mehr. Das EEG weist ebenfalls keinerlei Aktivität auf. Wenn es keine Hirnaktivität mehr gibt. Dann hat es auch wenig Sinn, mit der Beatmung fortzufahren. Wir müssen Schwester Andrea benachrichtigen. Ja. Ich wollte ihn gerade bringen. Haben Sie sich die herrlichen Bilder angeschaut? Ja. Aber Sie haben keine Lust, mich nach Frankreich zu begleiten? Nein. Dann vielleicht nach Holland? Warum lachen Sie? Wir sind doch beide allein. Ist doch noch kein Grund, zusammen in Urlaub zu fahren. Aber wir könnten doch als gute Freunde. Da sollte man sich aber etwas besser kennen, oder? Man könnte es ja auf einen Versuch ankommen lassen. Besser nicht.
Ja. Danke. Robert, kannst du dir gerade mal ins Wasser stellen? Meine nice. Große Schwester. Hey, du hast mir was mitgebracht. Das ist ja toll. Sag mal, was macht denn die Schule? Habt ihr nicht Zeugnisse bekommen? Wie schaut's denn da aus? Ja, gut. Ich hab sogar eine Eins. Hey, wahrscheinlich in Sport, hm? Ja. Ach, wie toll. Das sind ja Schokoladenplätzchen. Robert, kannst du sie gerade mal? Danke dir. Luise, du kennst doch die Freundin von Maria, die Ingeborg. Sie hatte ganz genau dasselbe wie du. Was denn? Lymphdrüsenkrebs? Non-Hodgkin. Ja. Warum heißt das eigentlich Non-Hodgkin? Heinrich, ist doch jetzt egal. Was ist denn mit ihr? Sie ist wieder völlig gesund. Ah ja, wird sie auch mit Chemotherapie behandelt? Ach, das weiß ich nicht. Bekommst du das auch? Und Bestrahlung. Was ja heutzutage alles möglich ist, mein Schatz. Die Behandlung dient dazu, der Krankheit zuvorzukommen. Das ist bei Non-Hodgkin manchmal schwierig, weil diese Krankheit einen unvorhersehbaren Verlauf hat. Das wird dann eine sehr schwere Zeit für dich, mein Mädchen. Tja, für euch auch, Papa. Aber du bist stark, mein Schatz. Du packst das schon. Tja, ja, ich komme schon wieder auf die Beine. Schaffen wir schon. Es tut mir leid. Ich wusste nicht, was ich tue. Das hast du sehr wohl gewusst, Leni. Ich war verliebt. Ich habe Dieter geglaubt. Ich bin blind gewesen. Dieter ist mein Mann. Mein Mann. So was tut man doch nicht. Ich habe nicht gewusst, wie sehr ich dir damit wehgetan habe. Erst als ich hörte, dass du schwanger bist. Erst da ist mir klar geworden, dass Dieter mich angelogen hatte. Geschrieben, dass wir Schluss machen müssen. Andrea. Bitte. Kannst du mir verzeihen? Nur darauf gewartet, dass du mich endlich fragst. Als du den ersten Tag in der Klinik, da wusste ich, dass ich dich will. Ich auch. Bis die Fehlgeburt. Komm, denk nicht mehr. Also, 5 Kinder. Ja, oder vielleicht sogar 10. Möchte ich mindestens. Und ich ein Kindermädchen, das sag ich dir. Komm. Oh, danke. Mann, so ein Dreck, du. Doch nicht. Hier. Oh Gott. Oh, das ist eine Schmiererei.
Das bringt Glück. Ja? Ja. Ja, hoffentlich. Marianne? Ja? Nächsten Monat, da sind wir ein Jahr zusammen. Ja, ich weiß. Das feiern wir mit Champagner, okay? Also, ich hab mir eigentlich etwas anderes vorgestellt. Was denn? Habe ich von meiner Mutter bekommen, kurz bevor sie starb. Marianne, ich möchte, dass du meine Frau wirst. Ja, Daniel. Ja. War es dir nicht so anstrengend, die ganze Familie zu besuchen? Ach, für sie war es doch auch wichtig. Vor allem Heinz macht es schwer zu schaffen, dass seine große Schwester so krank ist. Ich war noch in deinem Büro. Alles, was du wolltest, habe ich mit deiner Sekretärin geregelt. Die hat alles im Griff. Schön. Nur das Bauprojekt an der Joachimstraße hat sich zerschlagen. Wusstest du das? Nein, aber ich habe es mir gedacht. Robert, glaubst du, dass ich wieder gesund werde? Natürlich wirst du wieder gesund. Lass dich mal. Was ist denn? Warum bist du denn so ernst? Es fällt mir so schwer, darüber zu reden. Ja. Und mir kannst du alles sagen. Robert, als ich 15 war, da habe ich doch eine Zeit lang die Schule nicht besucht. Ja. Da hattest du die Pfeiffersche Krankheit. Nein, das war es nicht. Ich war schwanger. Was? Ich habe ein Kind gekriegt. Wie bitte? Ja, ich habe es zur Adoption freigegeben und bin dann wieder zur Schule gegangen. Warum hast du mir das nie erzählt? Ich habe es versprochen. Wem? Meine Eltern? Deine Eltern? Ja. Sie haben es großgezogen. Heinz. Alle Signale waren flach. Wir haben die Tests wiederholt. Das EEG, Nulllinie. Ihr Mann ist gestorben.